Moin! In diesem Video soll es um diese Schlinge gehen. Die hatte ich neulich schon bei meinen Eisklettervideos oft mit drin und auch vorher beim Felsklettern hatte ich die schon einige Zeit benutzt und auch beim Top-Rope-Solo-Klettern habe ich die schon öfter dabei gehabt und ausprobiert. Zuerst möchte ich aber sagen, das hier soll kein Lehrvideo sein. Bitte macht das nicht einfach nach. Klettern ist gefährlich, kann auch zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen. Von daher, das hier einfach nur so als Diskussionsgrundlage und als Inspiration. Schreib du mir auch gerne nach dem Anschauen des Videos in die Kommentare, wie du am liebsten deinen Standplatz baust. Gibt es natürlich verschiedene Varianten. Für alle Kletteranfänger ein Standplatz ist das, wo man ankommt. Wenn man die anderen nachholt oder da, wo man oben was aufbaut, wo das Seil durchläuft, dass man Top-Rope gesichert klettern kann. Oft verbindet man dann zwei Fixpunkte miteinander und genau hierfür ist das hier. Ja, letztendlich ist es ein bisschen ein abgewandelter Quad-Anker. Quad-Anker weshalb? Man hat vier Seilstränge. Das kann man aus Dyneema-Schlingen machen oder aus Rebschnur. Ich habe jetzt hier Aramid-Rebschnur benutzt. Das sind ungefähr 7 Meter. Und dann macht man eben eine große Schlinge, legt die doppelt und macht Knoten rein. Ja, optimal ist das, wenn man zwei Fixpunkte verbinden möchte. Ich unterscheide hier jetzt nicht großartig zwischen sicheren und unsicheren Fixpunkten. Da gehen auch die Meinungen teilweise ein bisschen auseinander. In den USA sagen viele nur für gebohrte Standplätze. Und wenn es sicher ist, andere benutzen es mit Keilen und mit Friends. Von daher widerspricht man sich selbst auf der anderen Seite des Teichs bei der Verwendung von einem Quad-Anker. Ich muss sagen, ich persönlich fand es sehr schön, auch beim Eisklettern. Wenn ich weiß, ich habe zwei Eisschrauben, möchte die gleichmäßig belasten und nicht nur eine im Sturzfall, dann hat man hiermit eine super Möglichkeit, dass eben die Last schön gleichmäßig auf beide Fixpunkte verteilt wird. Bei drei Fixpunkten muss man dann entweder improvisieren oder die Schlinge aufmachen und anders machen. Ja, oder man macht eben eine Echse nochmal in die dritte rein und klippt das dann hier irgendwo mit hin. Da braucht man natürlich ein bisschen Erfahrung, um das dann eben richtig umzusetzen. Ja, ich bin jetzt hier einfach mal eingebunden und mache so, als würde ich jetzt im Vorstieg klettern. Das ganze Ding kann ich mir schön in die Schulter legen. Muss natürlich schauen, dass das von der Länge der Rebschnur richtig passt. Jetzt klettere ich hier. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann. Ich habe hier oben einen Klemmkeil schon gelegt und hier einen Klebehaken. Ich kann jetzt einfach das hier reinklippen. Mein Karabiner für die Selbstsicherung klippe ich jetzt nur in zwei von diesen vier Strängen. Und zwar an die mir zugewandten. Dann nehme ich mein Seil, mache hier einen Mastwurf drauf, kann den hier reinmachen, mir von der Länge einstellen und habe jetzt meinen Stand, kann nach unten rufen Stand und jetzt eben alles machen, was man so macht, um den nächsten nachzuholen. Ja, um meinen Nachsteiger nachzuholen, habe ich jetzt eben diese beiden anderen Stränge. Man sieht jetzt schon einen großen Vorteil vom Quad Anker und zwar kann ich mich hier drüben hinlehnen, habe die Last auf beide Fixpunkte verteilt und mein Nachsteiger, wenn der jetzt hier stürzt oder zieht, kommt hier drüben auch auf beide Fixpunkte die Last. Ich habe jetzt leider keine Messzellen, um zu messen, wie viel da jetzt kommt. Aber gibt es auf YouTube einige Videos, die zeigen, wie schön so ein Quad-Anker die Last verteilt. Hier ist jetzt keiner dran. Unter mir ist einfach nur der Fußboden mit einem Seil, das da liegt. Von daher nehme ich das einfach so wieder raus. Wenn jetzt der Nachsteiger oben ankommt, kann er sich auch einfach hier reinklippen. Und wenn man nebeneinander steht und sich reinlehnt und guckt, ist auch immer noch schön die Last gleichmäßig auf beide Fixpunkte verteilt. Ja, hier oben ist jetzt eben der Klemmkeil, ist vielleicht ein fragwürdiger Fixpunkt, wobei der in dem Riss jetzt schon verhältnismäßig gut sitzt, ja, halbwegs. Da gibt es ja verschiedene Philosophien, das möchte ich hier jetzt nicht drauf weiter eingehen. Ich muss sagen, ich fühle mich damit schon recht sicher. Und jetzt komme ich dazu, weshalb man hier unten immer nur zwei von den vier Strängen klippt. Und zwar, wenn jetzt hier ja, der rausreißen sollte aus irgendeinem Grund, habe ich zwar eine Sturzstreckenverlängerung, aber sitze jetzt hier in dem Knoten drin. Jetzt das Negativbeispiel, wenn ich alle vier klippe, was ich auf keinen Fall machen sollte, und jetzt hier oben entweder das durchreißt, was unwahrscheinlich ist, oder oben der Klemmkeil rausgeht, dann muss ich hoffen, dass ein Knoten oder irgendwas am Karabiner hängen bleibt. Ansonsten falle ich runter und das wollen wir ja nicht. Jetzt zu dem Thema, weshalb ich hier drei Knoten drin habe. Erstens kann ich so relativ einfach mit zum Beispiel einer verlängerbaren Echse noch mal einen dritten Fixpunkt klippen
Jo. Oben habe ich jetzt einfach noch mal einen Klemmkeil platziert. Und wenn ich Glück habe, passt es von der Länge genau, dass ich hier reinkomme zum Beispiel. Wenn nicht, kann ich hier noch ein paar Wicklungen reinmachen. Ich kann das jetzt hier reinklippen und habe jetzt diesen Fixpunkt zumindest so ein bisschen als Hintersicherung. Klar, je nachdem, wie ich es belaste, ist hier keine Last drauf. Das ist jetzt der Nachteil davon. Aber kann auch manchmal ein schönes Gefühl geben, wenn man noch mal eine Schraube reindreht oder zusätzlich noch was mit einbaut. Der Hauptnutzen von diesem Knoten ist aber, dass, wenn ich jetzt sage, ich habe diesen Fixpunkt und dort oben den Fixpunkt, dass ich dann letztendlich die Schlinge andersrum nutzen kann. Man sieht schon, die sind asymmetrisch angeordnet. Also heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den, wo der Knoten sehr nah am Karabiner ist, unten einhake und den hier oben, dann habe ich jetzt hier unten eben meinen Zentralpunkt, in den ich mich reinklippen kann. Dann habe ich wieder das Gleiche, ich kann mich hier ein bisschen bewegen und die Last ist immer gleichmäßig auf beide Fixpunkte verteilt. Alternativ, wenn man nur zwei Knoten hat, muss man die eben dann, wenn man ankommt, eventuell verschieben. Aber bei den meisten gebohrten Routen ist es ja so, dass die Standplätze oft zumindest ähnlich sind. Und wenn man dann ein, zwei Mal den Kordenker eingestellt hat, kann man es oft so machen, dass wenn man beim Abbauen den mitnimmt, das einfach für den nächsten Standplatz genauso machen kann. Ja, hier kommt jetzt auch der Vorteil, den ich darin vor allem sehe. War auch ein Hauptgrund, weshalb ich das Ganze fürs Eisklettern mitgenommen habe. Wenn ich jetzt nachsteige und das abbaue, muss ich jetzt endlich nur die Karabiner öffnen. Klar, jetzt auch die Klemmkeile rausmachen oder Eisschrauben, was auch immer. Das hier schließen, über die Schulter legen und fertig. Ich muss keine Knoten aufmachen, ich muss nichts in der Länge verstellen. Es ist recht einfach und das finde ich eben toll. Und wenn ich jetzt dann nächstes Mal wieder vorsteige, ist wieder das Gleiche. Ich kann das Teil hier nehmen. Und habe jetzt schon direkt wieder meinen Standplatz aufgebaut. Ja, das Thema von der Kräfteverteilung und der Sturzstreckenverlängerung ist so eine Sache für sich. Zur Demonstration habe ich mir hier diese kleinen Schlingen gemacht. Das ist eine 2 mm Rebschnur, die nicht mal mein Körpergewicht hält, so im Ring mit Knoten. Das demonstriere ich mal kurz. Ich mache das einfach nur zu meiner Einseilschlaufe, setze mich hier vorsichtig rein. Ja. Hält nicht viel, also 1 kN nicht mal und schon reißt diese Schlinge. Keine Angst, den Müll hebe ich wieder auf und nehme den mit nach Hause. Mein Aufbau, mein Test hier ist natürlich jetzt nicht wissenschaftlich. Es repräsentiert nicht jede Art von Standplatz, die man bauen kann. Und das Ganze ist schon sehr, sehr stark vereinfacht. Aber dennoch möchte ich es einfach mal zeigen. Und zwar, ein normaler Standplatz wäre quasi zum Beispiel mit der Dynamerschlinge. Ist auch schön leicht. Ich habe jetzt hier schwache Fixpunkte simuliert durch diese kleine Schlinge eben und mache jetzt hier ein normales Kräftedreieck mit einem Zentralpunkt in Form eines Knotens und hier mache ich meine Selbstsicherung eben rein und wenn ich jetzt hier reinsetze, vorsichtig, hält das natürlich, weil das erstmal die Last auf beide Fixpunkte verteilt. Jetzt sieht man aber, wenn ich mich mir in eine Richtung lehne, zum Beispiel hier nach drüben, oder nach hier, ist jetzt hier keine Last und andersrum ist hier keine Last. Also wenn ich jetzt hier, ich habe schon ein bisschen Angst, mich reinsetze, hält es erstmal. Also meine Füße sind jetzt weg vom Boden, aber sobald ich ein bisschen die Last verteile oder verschiebe, ist eben nur noch die Last hier oben und nicht mehr hier drauf. Also könnte ich den jetzt einfach rausreißen und hänge jetzt nur noch in diesen einen fragwürdigen Fixpunkt. Wie gesagt, ist jetzt schon sehr vereinfacht. Ja, jetzt habe ich wieder meine Sollbruchstellen erneuert. Wenn ich jetzt hier meinen Quadenker einbaue und mich hier reinmache in den Zentralpunkt, ist die Last auf beide Fixpunkte verteilt. Selbst wenn ich mich ein bisschen bewege, sind beide belastet. Und das sogar in einem relativ großen Bereich.
Ich versuche jetzt einfach mal mit einem kleinen Sturz das Ganze zu reißen. Ja, geht dann natürlich schon, aber es werden trotzdem beide belastet. Und wenn jetzt eben einer ausreißt, hat man eine gewisse Sturzstreckenverlängerung. Wie drastisch diese sich dann auf den Krafteintrag auswirkt, kann ich jetzt hier nicht beurteilen. Ja, aber man sieht schon, diese Verteilung der Last ist eigentlich der Hauptvorteil von dieser Art eines Standplatzes. Weiterer Vorteil ist, dass man hier eben mit diesen 7 Meter Schnur super viele Möglichkeiten hat. Wenn man das Ganze öffnet, hat man viel Schnur, kann theoretisch was nehmen, um eine Ballerkopfschlinge zu fädeln. Hier. Oder irgendwie auch 3, 4, 5 fragwürdige Fixpunkte miteinander zu verbinden. Jetzt so als Quad-Anker, optimal eher für 2 Fixpunkte, vielleicht auch noch 3 Fixpunkte. Dafür schau einfach mal auf YouTube nach, da gibt es in Englisch verschiedene Videos. Nachteil, ja, ist jetzt vom Gewicht her natürlich schwerer als eine Dynamo-Schlinge. Und ansonsten sehe ich jetzt persönlich darin nicht wirklich einen großen Nachteil, außer eben für die Sturzstreckenverlängerung, wobei die von der Bewertung her auch schwierig zu bewerten ist. Ja, das war's dann soweit zu diesem Thema Quad Anker. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mir gerne unten einen Kommentar da, was du am liebsten für einen Standplatz nutzt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!